Seit heute gilt es für Fahrgäste im öffentlichen Personalverkehr, nicht nur einen gültigen Fahrschein und eine medizinische Maske dabei zu haben. Sie müssen ab sofort auch nachweisen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. 3G also. Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler sowie unter 6-Jährige. Allen anderen droht sonst eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro. Doch wer soll das kontrollieren? Bei Cottbusverkehr pocht man auf Unterstützung. Diese Unterstützung wird es geben von Ordnungsamt und Polizei. Die brauchen wir auch dafür. Alleine können wir das nicht stemmen. Das kriegen wir einmal nicht hin. Das können wir auch unseren Fahrpersonalen und unseren Kontrollpersonalen nicht alleine aufdrücken. Das funktioniert einfach nicht. Und dementsprechend wird es da in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder stichprobenartige Kontrollen geben. Der erste Vormittag mit der neuen Regel lief ruhig. Dass nun weniger Fahrgäste transportiert werden, zeige sich auch noch nicht. Dennoch bleibt die Sorge, dass Einnahmen ausfallen, etwa wenn nun vermehrt Menschen auf den ÖPNV verzichten. Mehr als für sichere Bedingungen zu sorgen, kann Cottbusverkehr derzeit nicht machen. Also am Ende haben wir natürlich auch als Arbeitgeber die Verpflichtung und Verantwortung, für unsere Mitarbeitenden zu sorgen. Sprich, wir müssen Tests stellen, die kosten Geld. Das ist einfach was, was uns auch die Kasse leer räumt. Und da kommt es ganz stark darauf an, wie lange das dauern wird. Und für die Fahrgäste oder für die Anzahl der Fahrgäste ist es einfach so, wir tun alles, was geht, um die Fahrt mit dem ÖPNV sicher zu machen. Und die ist sicher. Wir desinfizieren unsere Fahrzeuge regelmäßig. Wir haben ja auch eine bauliche Trennung mittlerweile zwischen Fahrpersonal und Fahrgästen. Gerade auch in den Bussen durch die Scheiben, die wir eingebaut haben. Das sind auch Kosten, die wir da in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten, wo wir Geld in die Hand genommen haben. Inwiefern das am Ende sich auf die Einnahmen niederschlagen wird, das werden wir erst sehen, wenn wir wissen, wie sich die Fahrgastzahlen entwickeln werden. Eine andere Sorge ist derzeit größer, die von ausfallenden Linien. Wenn das Infektionsgeschehen weiter um sich greift, drohen auch Fahrerinnen und Fahrer auszufallen. Cottbusverkehr versichert, alles zu tun, um den Fahrbetrieb aufrechterhalten zu können.